Spiele vor uns, also wer in der Nähe ist und eventuell über Smartphone oder so reinschaut, gerne an das Feld in Garzau kommen, Action Sports Paintball Feld. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. So, beide Teams scheinen vollzählig auf dem Feld zu sein. Bad Minions sind an der Base auf der linken Seite, Smoking Ball von rechts. 10 Seconds sind angezählt. Und go. Bad Minions. Dieses Mal kompakter. Snake 1, Center und Tempel. Wenn ich es aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe, sind die Smoking Balls wieder direkt ins Mumble gegangen. Ich habe das wirklich nur aus dem Augenwinkel ganz kurz aufblitzen sehen. Auf alle Fälle ist der Tempel auf der Snake-Seite besetzt. Bad Minions G1, nur noch Center und Tempel auf der T-Pack-Seite besetzt. Ich höre die liebliche Stimme der T-Pack-Spielerin noch. Ja, die sich leider vom Feld verabschiedet hat. G2 bei Smoking Balls, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das bedeutet Two-on-One-Situation für die Bad Minions. Nein, sie haben das Feld geklärt. Ich sehe den dritten Smoking Ball in der Vizemeister-Polonaise vom Feld gehen. Und damit gehen die Bad Minions buzzern. Ich habe die Gelegenheit in der Mittagspause mal genutzt und habe mich mit dem lieben Micha unterhalten, wie es den Bad Minions so geht. Um Himmels Willen müssen die aufgeregt gewesen sein. Ich finde, sie haben das bisher ganz toll gemacht. Ich meine, über so das eine oder andere kleine, über die eine oder andere kleine Baustelle, die hat man immer. Das ist halt einfach so. Aber der erste Ligaspieltag zieht immer an den Nerven. Das ist immer eine Zitterpartie. Da klappt meistens nicht alles zu 100%. Hey, das wird alles noch. Ich bin mir da sicher. Micha hat da in der Mittagspause nochmal nachgeschärft. Und hat man ja gesehen, hat sofort super funktioniert. Geht's los? Oh nein, die Crazy Dogs sind noch gar nicht fertig. Go Paintball allerdings schon. Das ist dann schon die 36. Begegnung. Keine 20 mehr, bis der erste Spieltag schon vorbei ist. Sind angezählt, damit geht es gleich los. Und go. So, go Paintball von links. Crazy Dogs von rechts. Go Paintball im T-Pack Corner, im Tempel. Tja, ich würde gerne sagen in der Snake 1, aber da sehe ich leider niemanden. Ich kann sehen, dass die Crazy Dogs wieder den Center besetzt haben. Auf beiden Seiten sind alle Spieler live, soweit ich es sehen kann. Ich habe hier noch niemanden mit Hand am Kopf vom Feld gehen sehen. Go Paintball ist auf alle Fälle zurückhaltender geworden. Das war eine laute und deutliche Ansage. Der Tempel von den Crazy Dogs auf der Snake-Seite ist besetzt. Crazy Dogs jetzt in der Snake 1. Sauber angekommen. Rechter Corner bei den Crazy Dogs ist besetzt. Also Crazy Dogs jetzt im W. Rechter Corner bei den Crazy Dogs ist raus.
Paintball nur noch zu zweit ist, denn der dritte Spieler zeigt sich nicht, bewegt sich nicht. Das W bei den Crazy Dogs ist auch raus. Go Paintball immer noch im T-Pack Corner, im Tempel daneben. Sie kriegen noch Druck. Sie kriegen noch Druck von einem Spieler. Go Paintball geht jetzt vor, T-Pack 2 und der Cake. Crazy Dogs waren in der Snake 2, haben ihn aber bekommen. Damit kann Go Paintball jetzt buzzern gehen. Das ist ihr Feld. Sie dürfen sich jetzt nur nicht gegenseitig rausnehmen. Friendly Fire wäre in der Gelegenheit ungünstig, aber da kam das Signal für Home Run. Aber es läuft niemand. Doch jetzt. Ja, hat er gemacht. Home Run hat er erkannt und ist buzzern gegangen. Das bedeutet, Go Paintball macht das Ding. Schön. Freut mich für die Jungs. Ja, hier wird versucht zu singen. Ja, der andere Go Paintball-Spieler wurde schon gecheckt. Der ist clean. Der ist clean. Der Herr, der buzzern gegangen ist, wird noch gecheckt. Ja. Haben wir einen Namen. Okay, Punkt für Go Paintball. Das war nicht zu überhören. Ja, schön. Die 37. Begegnung wird ausgetragen von Dynasty gegen Roter Baron. Roter Baron scheint schon auf dem Feld zu sein. Oh, jetzt ist hier gerade die Sonne ganz verschwunden. Ich lüfte mal kurz ein bisschen meine Sonnenbrille. So, Roter Baron auf alle Fälle schon auf dem Feld. Wir warten auf Dynasty Berlin, da sehe ich den ersten Spieler. Ich höre, dass sie ganz da gekrönt werden. Noch einen schönen guten Morgen an alle Langschläfer, die jetzt erst dazugekommen sind. Ach, da ist der zweite Spieler. Wir warten auf den Nachzügler und da kommt er. Zehn Sekunden sind angezählt. Hoch die Hände, Wochenende und gleich geht's los. Los geht's. So, Roter Baron, kompakt in der Backline. Maya, Tempel, Center und Mini-W. Ich sehe auf der gegnerischen Seite, wird die Snake 1 gespielt, der Center wird gespielt. G1 auf Seiten von Dynasty, das Mini-W ist raus. Center und Snake sind noch alive. Auf der Seite vom Roten Baron ist der Center-Spieler auch raus. Das heißt, Two-on-Two-Situation auf dem Feld. Dynasty hat den Center nachgesetzt, damit Center und Snake 1. So, Roter Baron im T-Pack Corner. G2 bei Dynasty, damit 2-on-1-Situation auf dem Feld. Roter Baron kann jetzt praktisch, wenn beide zusammen vorgehen würden, der Snake-Spieler ist schon in der 50, der T-Pack-Spieler hängt immer noch im Corner fest, wenn beide zusammen vorgehen würden, runtercrossen und ihn so versuchen, von beiden Seiten gleichzeitig zu erwischen.
hat der Snake-Spieler allerdings im Alleingang erledigt, so wie es scheint, und ist auch buzzern gegangen. Roter Baron also noch zu zweit auf dem Feld. Hier werden die Spieler jetzt gecheckt. Und der Jörg von dem Team Roter Baron wurde noch outgecallt. Gott sei Dank waren sie zu zweit. Also der Kollege, der Basan gegangen ist, wurde clean gesprochen. Damit geht der Punkt an Roter Baron. Ja, nächste Begegnung. Automatic Point für die dicken Bäuche, da die Woodchips nicht da sind. Und so treffen die Smoking Balls und die Cola-Kekse aufeinander. Aber du könntest die mal bitte mitnehmen und wegschmeißen. Nö, ich kann dir Werbung machen, weil ich brauch's von Sponsor. Das musst du Junior morgen sagen. Ja, ich würde dich ja eigentlich haben morgen. Was? So, Cola-Kekse und Smoking Balls sind auf dem Feld. Cola-Kekse von links, Smoking Balls von rechts. Wir warten nur noch auf die 10 Seconds. So, 10 Seconds laufen. Und los. Cola-Kekse. T-Pack Corner, Tempel, Mini B, die Smoking Balls im. Oh, die Cola-Kekse haben G1 verloren, aus dem Tempel raus. Smoking Balls im Tempel, im Center. T-Pack-Seite, also Smoking Balls komplett alive. Cola-Kekse nur noch zu zweit. In der Snake und im T-Pack. Also Snake 1 und T-Pack Corner. Der Snake-Spieler von den Cola-Keksen geht jetzt vor, geht gleich weit vor, wollte in die Snake 50, wurde aber von den Smoking Balls rausgenommen. Damit nur noch ein verbleibender Spieler im T-Pack Corner und der hat Longline ungünstig rausgeguckt und hat auf die Maske bekommen. Damit sind die Cola-Kekse komplett raus und die Smoking Balls können hier ganz entspannt den Sieg nach Hause bringen. Schade für die Cola-Kekse, hätte so nicht laufen müssen. Der Spieler von den Smoking Balls mit, ich würde schätzen, 2 Metern, wird von einem eher kürzeren Marshall gecheckt, jedenfalls versucht das. Es ist bei dem Größenunterschied, also es ist ein Wahnsinnsgrößenunterschied, das ist natürlich schwierig. Aber der Punkt für die Smoking Balls wird gegeben. Da kam das Game Over. Hot Paints gegen die Bad Minions. Die 40. Begegnung schon. Also wir gehen jetzt mit großen Schritten Richtung Ende. Hot
Pains gegen Bad Minions. Beide aus Berlin. Bad Minions komplett an der Base. Wir warten also auf Hot Paints Berlin, die jetzt auch an der Base stehen. Ich entschuldige mich vielmals dafür. 10 Seconds, Läufe an die Base. Und wir warten auf das Duell. Und go. Hot Paints im Center, im Mini B. Bad Minions, the same procedure. Die Dame ist ins T-Pack 2 gegangen, Center ist besetzt, Mini B ist besetzt. Ich glaube, beide Teams sind komplett alive. Ich habe niemanden vom Feld gehen sehen. 3-on-3-Situation, G1 bei den Bad Minions. T-Pack-Seite ist abgeflogen. Ich sehe bei den Bad Minions noch den Spieler im Center. Hot Paints ebenfalls im Center. Die Bad Minions wirken gerade ein bisschen planlos und wissen nicht, anscheinend nicht so richtig, wohin. Der Center-Spieler ist jetzt vorgegangen in den Cake. Die Snake 1 ist besetzt gewesen und ist gerade vorgegangen in die Snake 2. Ich kann bei Hot Paints sehen, dass da jemand im Tempel auf der Snake-Seite ist, der jetzt natürlich auf die Snake-Seite drauf hält. Wobei das Battlepack verdammt böse da rausloopt. Also, und da scheint jemand im Weh zu sein, weil das hat ja jetzt so Schieflage bekommen. Das ist ja unfassbar. Der Bad Minion-Spieler ist schlau genug gewesen, nicht gegenzustoßen, sodass der andere nicht, sodass man nicht weiß, dass er da ist. Jetzt spielt er oben drüber. Der Snake-Spieler von den Bad Minions in der Snake 50. Hot Paints immer noch im Tempel. Tippi 2 ist besetzt. Jetzt wird es langsam ein bisschen ruhiger. Nein. Auch der letzte Spieler von Hot Paints ist raus und Bad Minions punkten erneut. Jetzt läuft's. Es läuft. Punkt ist gegeben. Bad Minions gewinnen damit gegen Hot Paints Berlin. Die 41. Begegnung wird gespielt von den Crazy Dogs Brieselang gegen Dynasty Berlin. Dynasty. Also ich muss sagen, wir kommen hier erstaunlich flott durch. Das ist der Wahnsinn. Es sind noch 12 Spiele zu spielen an dem ersten Bezirksligaspieltag 2016 hier draußen in Garzau. Das ist nicht mehr viel. Crazy Dogs von rechts auf der Schattenseite. Dynasty steht links in der Sonne. 10 Seconds sind angezählt und damit geht es auch gleich weiter.
Go. Dynasty geht ins Mini-Weh, vor ins große Weh und in den Tempel auf der Dorito-Seite. Die Crazy Dogs machen es nicht viel anders. Sie sind auf dem Tempel in der Snake-Seite. Da ist Marshall gerade quer übers Feld gelaufen zum Checken. Ich glaube, da hat es das erste Out gegeben. Ich bin mir da nicht Nein. Wow, da ist jetzt einer von den Crazy Dogs durch die Mitte durchgegangen. Und hat da ordentlich aufgeräumt und hat halt Dynasty einfach mal weggeputzt. Also ganz pfiffig gemacht. Schön gemacht. Ja, also diese, das Vorgehen, das können sie. Dieses Mal mehr als erfolgreich. Das hat die Entscheidung für die Crazy Dogs gebracht. Das 42. Spiel wird ein Automatic Point für Go Paintball Garzau sein. Und wir kommen damit zum 43. Spiel. Smoking Balls Berlin gegen Roter Baron Felten. Dann wird es hier in meinem Pavillon auch wieder ein bisschen wärmer. Ten Seconds sind angezählt, die Smoking Balls starten von rechts. Roter Baron von links. Roter Baron, wie immer, kompakt in der Backline. Smoking Balls, diesmal auch. Nein, sie sind im Tempel. Center. Und irgendwo auf der T-Pack-Seite. Ich kann sie hören, aber leider nicht sehen. Roter Baron steht hinten drin. Geht jetzt vor in die Snake 1. Center steht noch, Tempel steht noch. Bei den Smoking Balls steht der Tempel auch noch, allerdings der auf der Snake-Seite und der Center. G1 bei Smoking Balls. Roter Baron, T-Pack Corner, Center und Snake 1. Damit eben gerade in Überzahl gegen die Smoking Balls, sind jetzt vorgegangen ins T-Pack 3. Also der Rote Baron ist vorgegangen ins T-Pack 3. Ich kann im Tempel auf der Snake-Seite bei den Smoking Balls das Battle Pack auslugen sehen. Und der Center ist auch noch drin. Der sich jetzt gerade versucht hat, einen Überblick zu verschaffen, aber Bälle am Kopf abkassiert hat. Das hat man ganz deutlich splattern sehen. Auf der Deckung G2 bei den Smoking Balls. Damit ist die Dame der Schöpfung alleine und hat von hinten der T-Pack-Spieler ist. Wenn man im T-Pack 50 steht, kann man den Tempel schießen. Das hat er ausgenutzt, da sie relativ weit rausstand, zur falschen Seite rausstand. Und so hat er ihn gekriegt. Auf der anderen Seite, wenn sie sich zur anderen Seite hingedreht hätte, dadurch, dass der Rote Baron in der Überzahl gewesen wäre, hätte man sie von der Seite gekriegt. Also es war jetzt ohnehin ungünstig für sie. Was bedeutet, dass der Punkt an den Roten, an das Team Roter Baron Felten geht?